Den Namen haben wir erst gestern gesucht und meine Schwester hat einen YouTube-Account, den werde ich aber nicht verlinken oder sonst irgendwas. Denn wir haben uns beschlossen, wir machen ein eigenes, komplettes Cosplay und nicht nur Cosplay. Also Cosplayer werde ich jetzt gleich auch ein bisschen auflisten, seht ihr wahrscheinlich schon. Und wenn nicht, dann kommt's jetzt. Und Cosplayer, währenddessen werde ich auch, also ihr seht übrigens auch im Hintergrund, falls ich immer wegschaue, ich schaue immer ja, zu den Cosplayern, auch wenn ich die halbwegs nur sehe. Ich trage normalerweise eine Brille, die wo man auch nicht sieht. Das ist mein Freund, Kishikoro, meine Brille. Ich habe leider keine Kontaktlinsen, da gab es ein paar Probleme mit, ja, so... Januar bestellt, wir sind jetzt auf der T-Con, ist im März, 4. oder 5. Vielleicht habt ihr uns ja gesehen. Ein paar haben uns sicherlich gesehen, wir haben ja gestern, also es ist Sonntag, wir haben gestern schon Fotos gemacht, wir werden heute noch Fotos machen, die kommen wahrscheinlich auch jetzt erst. Natürlich werde ich auch öfter jetzt etwas posten, aber wie gesagt, nicht nur vom Cosplay, sondern auch wahrscheinlich mit ihm oder ohne ihn Let's Plays. Und zwar von Assassin's Creed oder Minecraft, da wird er wahrscheinlich dabei sein oder ähnliches. Das hier ist unsere erste T-Con, aber wir sind auch auf Frankenmax. Das sind übrigens meine echten Haare. Sind ein bisschen gefärbt und vollkommen außer Ruder, weil der Wind weht. Ich hoffe, man versteht mich, sonst muss ich alles nochmal dazu sagen. So wie meine Schwester einmal. Dieses Outfit, halt mal. Dieses Outfit ist selber gestaltet. Das hier haben wir erst ein paar, also eigentlich vorgestern erst gekauft, hab ich gestern anprobiert. Ich habe auch eine schwarze Perücke. Und ja, die Perücke habe ich heute nicht dabei. Ihr seht da ein Foto. Und ja, obwohl ich keine Brille auf habe, sehe ich, dass meine Haare nicht stimmen. Falls es so öfter vorkommt, ich bin immer noch ein Mädchen. Das macht jedes Mädchen, wenn irgendwas nicht stimmt und man sieht. Habt ihr Vorschläge, was wir noch Let's Playen können? Ich werde wahrscheinlich demnächst mit Assassin's Creed anfangen, und zwar den ersten Teil. Da kenne ich mich schon etwas aus. Gestern war ich mit einer anderen Maske. Man sieht, das ist ein billiges, also billig Make-up. Aus dem Grund... Das ist eigentlich nur Kajal und Lipgloss. Das hat so gejuckt, also nicht nachmachen. Das sieht einfach nur blöd aus, wenn man dann dran kratzt. Ich zeige euch noch ein paar Bilder von der T-Con. Also die ist übrigens in Würzburg. Ich weiß nicht, wie das Teil hinter uns heißt. Sieht man das? Das ist die Residenz, haben wir genau. Fragt mich jetzt. Also ja, es ist ein guter Park. Drinnen ist ja auch sehr viel, aber da darf man normalerweise nicht fotografieren. Und ich werde euch auch ein Foto von meiner Schwester zeigen, sobald ich eins an den Finger bekomme. Und wir haben auch gestern YouTuber getroffen, Kamikaze Cosplay. So hießen die. Die waren von Frankfurt hierher gefahren, so 200 Kilometer. Und natürlich waren die hier, hatten Spaß, hatten Fotos gemacht. Davon seht ihr jetzt auch welche. So, wir sind wieder da. Und wir haben einer runter neben uns. Aber ist er eigentlich ein Uke oder nicht? Hä? Ist Sasuke ein Uke oder ist er? Ah, ein... klar, sicher. Also kann man doch Sasuke sagen. Ja! Ist das ein Uke? An... Ja, genau, allein der Name ist schon so. Ja. Ja. Wusstet ihr, dass Naruto ein Handy hat? Ah, neue Technik. Wir sind immer noch auf der T-Con und mittlerweile auch unseren Kumpel getroffen. Der Kumpel von Sas. Ja. Das ist Muffin. Hallo.
Jo. Ja. Und wir werden jetzt dann auch gehen, Day, also meine Schwester ist bei der Preisverleihung, wird wahrscheinlich eh nicht gewinnen, aber scheiß drauf. Und wir sagen tschüss.